Und hier sind wir wieder, liebe Freunde, in Borderlands Folge 75. Wir haben tatsächlich nachgeguckt. Und wir müssen noch 5 Reifen für den guten Marcus finden. Und mit euch, wir müssen da hoch und rechts. Genau, so ist das. Ihr geht gerade beide. Na, Kevin hat's raus, Robert. Na, Robert halt, ne? Orientierung wie so eine Bockwurst. Und boah, wie du. Das ist mein Schleifer. Ich hab doch nur. Ey, einer nach dem anderen hier. Oh Gott. Beruhigt euch doch schon nochmal. Hilfe. Ja, alles klar, wo ich hin. Und wie er ihn nimmt. Echt so. Voller Inbrunst. Lass mich gucken, noch ein ganz kleines Stück vorwärts. Ah, ich seh's doch schon leuchten. Sag mal, ist das nur bei mir so oder schreit mein Nur Charakter bei dir so. Nee, soll ich nur bei dir so? Ich hab Brüllen gehört. Aha, okay. Na, wie fühlt sich's an mit 20 Kugeln im Kopf, hä? Stimmt nicht so geil. Ei, was ist denn das los? Brauchst du Hilfe oder geht's? Naja, nee, wäre schon ganz gut, wenn du mir helfen könntest. Der Dicke, der ist irgendwie nicht ganz so begeistert von meinen Schussversuchen. Ach, da. Jetzt muss ich auch noch nachladen, ich danke. So. Ach, da ist er doch. Echt so, ne? Ah, Robert, brauchst du Hilfe? Krieg ich hin. Wieso kann ich denn den behindert? Ah ja. Ja. Hier, passen. Ja. Ah ja. Es tat mir in der Seele weh, dich so leiden zu sehen. Wo bist du hin? Ach, der steht neben mir. Ah. Jawohl. Bananen. So, wo seid ihr? Ich bin bei der Waffenkiste. Ah ja. Hat sich wieder mal nichts geändert. Nö, nö, hab ich auch nicht so erwartet, also. Geronimo! Ah ja, ich bin sogar erstaunlicherweise richtig. Irgendjemand schießt auf mich. Kevin wird das schon regeln. Kevin regelt das, ja. Wo ist der gute Robert? Ich komme. Das wollen wir gar nicht wissen. Scheißen Dreck. Komm schon jetzt hier wieder raus. Ah ja. Gar nicht. Du wirst da in der Aufnahmesession heute so ein bisschen das Talent, mich überall festzubacken. Oh. Das hast du nicht nur heute. Ey, du dumm Batz. Nee, danke, geht. Ei, was war denn das für eine Aktion von dem halbtückischen Unmensch-Trap? Zu Hilf! Alternativ? Na, nee, doch. Da verlangt er mir erstmal eh, ne? Und er schenkt dann. Ich dachte, es ist sinnvoller, einen Robert prügeln zu lassen. Das ist richtig, ja. Wenn es nur tatsächlich ums Prügeln geht, ist Robert prädestiniert für diese Aufgabe. Ey, warum? Da machst du wieder. Schön. Nein, nicht schon wieder irgendwo reinplumpsen. Ja, da hast du recht. So, die Musik hört auf und erfahrene Videospieler wissen, Beef ist vorbei. Alles vor Spruch, Matze. Was ist ja, das hier? Ja, ja, da können wir gleich mal die Komponenten einsammeln. Ah, das sind diese Ninja Claptraps oder wie die heißen. Ninja Claptraps. Ne, das sind doch übelst austeilen. Claptrap Master Samurai, what the hell? Hier, Medikit! Der hat mich voll erwischt. Hast du Hilfe? Ja, na, es kriegt schon Hilfe.
Aber es ist trotzdem nett, dass du alle im KS so. Ich steh drauf. Die Meister-Samurais sind garstige kleine Biester. Die sind alle ganz schön. Damage austeilen sind die alle nicht grad ohne. Ja, 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 ja. Das ist schon richtig. So, denk dran, die ganzen Teile hier einzusammeln. Immer, immer, immer. Sammel alles 14, ein. 14 von 75. Ja, da muss noch ein bisschen was. Richtig. Hier sind Reifen. So, wo ist, ja, wir brauchen aber nur den da oben. Weil wir sollen ja nicht irgendwelche Ranzreifen bringen, wir sollen ja nur die geilen Dinger bringen. Ja, der gute Markus sonst uns aufs Dach kackt. Was? Ja, so. Ist schon verstanden. Na super, der Reifen, den wir jetzt brauchen, ist ungefähr da, wo wir gerade herkommen. Doch immer so, oder? Ne, ist echt so. Sehr, sehr sinnvoll platziert. Ist sowieso erstaunlich, dass wir zu dritt 6 Reifen schleppen können und noch Waffen tragen. Klar. Und zwar 4 Stück. Robert trägt allein schon 5 von 6 Reifen. Den anderen tragen Kevin und ich gemeinsam. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass ich gerade vollkommen falsch gehe. Ich dachte, ich kann da links richtig rum, aber das kann ich nicht. Aber für Robert sind es auch keine Reifen, sondern Apfelringe oder Eheringe. Apfelringe. Je nachdem, ob er gerade Hunger hat oder heiraten. Oh, da war er schneller. Ich denke auch. Überhaupt für dich die Glasmod? Das weiß ich nicht. Ich habe bloß lila gesehen und meint. Nee, für Klasse Soldat. Die werde ich dann schön verticken. Aber Schwein gehabt. Ich dachte, das wäre ein super Hammer-Schild gewesen. Nee, aber... Ich weiß gar nicht, ob ich Schilde dabei habe gerade. Ich habe hier die ganze Zeit eingesammelt wie so ein Irrer. Nahtmods Shields, ja, habe ich in der Tat. Und das sterben, ist sogar... Oh, ist hier einer an. Also eins davon ist auf jeden Fall besser als meins. Ich hätte noch einen 646er mit Säurenova, falls jemand Bedarf hat. Nee. Ah, nee, ich habe 753. Ey, Alter, was habt ihr für Schilde? Na, ich habe jetzt ein, lass mich lügen, 737er. Das ist eigentlich auch ganz passabel. Was hast denn du für eins, Robert? 600 irgendwas, aber insgesamt habe ich 1000 irgendwas Schild. Ach, weil du getankt hast, wie in Irrer. Ja. Hast du jetzt den Reifen, Kevin? Ja, hat er. Ja, ja. So, müssen wir jetzt hin? Ja, so. Nee, ist cool, ist südlich. Cool, dass wir wieder zurück müssen. Das finde ich richtig genehm. Müssen wir das? Ja, so more or less. More or less? Moes. Oh, ich will aber. Oh, Mama. Du willst gar nichts, du möchtest. Nee, ich will. Klappe. Kevin ist Einzelkind, der will immer. Ist echt so, ne? Wo rennt denn ihr hin? Zum Eismond zu bekommen. Nicht zu. Genau. Nicht zu geben. Ja, wollte ich jetzt so nie sagen. Aber ist jetzt allzu spät. Mach ich gern für dich, Kevin. Ich meine, unsere Zuschauer, die 4 Stück, haben sich's eh schon alle gedacht. Denkst du? Oh, ja. Bin ich mir relativ sicher. Mehr, also. Das sind's 5. Stimmt, Borderlands ist vergleichsweise beliebt, wenn man das bei unseren Zuschauerzahlen überhaupt schon repräsentativ sagen kann. Aber im Vergleich mit beispielsweise L.A. Noir steigt Borderlands hier, geht das regelrecht durch die Decke, kann man sagen. Ist schon so. Wie viel haben wir denn da pro Folge immer so? Was, bei Borderlands oder bei L.A. Noir? Bei Borderlands, bei L.A. Noir weiß ich das nicht, dass es nicht viele sind. Ich weiß nicht, Kevin, hast du da einen ungefähren Blick drauf? Ich glaube, es war schon immer so zweistellig. Ja. So kann man schon mal so voller Stolz von sich behaupten, dass wir da zweistellige Aufrufzahlen haben in jeder Folge. Ihr als weltbekannte und absolut begnadete Spieler hier. Ja gut, also ich glaube, die Spieler sind wir schon. Ja, ja. Ein bisschen Wahrheit steckt in jeder Geschichte. Das ist wie mit dem Rotkäppchen und dem bösen Wolf. Gut, das wird noch. Boah, ich habe gerade zwei Orangen. Boah, da war ja eine Pistole orangener als die andere. Boah, Alter, das Revolver mit 420 Schaden. Aber Revolver muss halt immer gut zielen. Ja, aber der hat ein Zielfernrohr, das wird schon. Boah, Alter. Das will ich jetzt aber noch mal. Mehr Schaden als Kevin sein Sniper. Ja, ja. Das ist ja ein Hammerding, ey.
So, dort wo Kevin ist, ist richtiger. Ah, ich sag ja, einer ist hier orangener als die anderen gewesen. Ich habe auch noch einen anderen Revolver, falls jemand Bedarf anmeldet. Aber ihr seid ja alle nicht so Handfeuerwaffen. Ja, mit Revolver komme ich nicht so zurecht. Für den Robert, das ist auch eher eine Daumenfeuerwaffe. Sein Klodeckel großen Pranken. So, wo müssen wir denn hin? Ich renne ja die ganze Zeit Robert hinterher und merke, dass das eigentlich nie gut ist. Ich renne Richtung Kevin. Das ist gut. Ich renne mal Richtung Ausgang, weil wenn ihr den sechsten Reifen habt, kann ich schon mal die Reise anschieben. Aha, jetzt nur kneifen. Renne ich auch wirklich Richtung Ausgang? Ich bin mir... Ja, doch. Ja, ich, Alter! Kevin hat Stress. Ah, wobei, andererseits lohnt es sich noch gar nicht, zurückzugehen. Wir müssen ja noch Claptraps jagen. Tue ich mal lieber die andere Quest auswählen. So. Hälfte klar, wenn ich hier fertig bin. Da fehlen nur noch 59 Teile. Hey! Es wird. Kann gar nicht sein, es sind 58. Lass dich eindeutig erzählen. Naja. Bin ich der Einzige, der das irrsinnig nervig findet? Oh, da hat nur zwei Schuss, der Revolver. Boah, aber was für Schuss. Der das irrsinnig nervig findet, dass diese Einblendungen, wenn jemand was aufsammelt, oben in der Mitte immer kommen. Ich glaube, sowas in die Richtung habe ich auch schon mal angemerkt, aber es ist einfach nur total penetrant, weil das versteckt so viel vom Bildschirm. Hier ist gerade so eine Spawnhöhle. Ja. Das ist ganz gut für unsere Quest, glaube ich. Dann hau ich dir halt in über den Latz, Mensch, wenn du nicht verrecken willst. Könnte hier Heal gebrauchen. Nee. Na dann. Warum droppen denn die Claptraps hier gerade nichts mehr? Verrat mir das mal. Weiß ich nicht. Danke. Also unsere droppen. Meiner auch. Das ist schön für eure. Dafür habe ich gerade einen Claptrap gehabt, der würde überhaupt keinen Schaden nehmen. Lass mich doch in Ruhe. Niet! Boah. Jawohl, Bananen. Wo ist hier überall? Aha! Ich bin nur eine kleine Sirene. Was soll sowas? Jetzt hört's halt auf. Was? Ölkanne, Ölkanne. Ah! Bleib hier. C to the T. Boah, mein Revolver hat mir jetzt schon mehrfach das Leben gerettet. Geht's hin? Danke. Echt, ich weiß es zu würdigen. What? Du denn her, du kleiner Knie? Du Meister Samurai bist von Wissen, ja. Boah, ey, die werden mal hier nach Strichen Faden zerlegt, hier die Dinge. Kommt gerade ein Claptrap mit Holzklötzen an seinen Arm zu mir und schreit En garde. Ach so. Hör halt auf. Ja, es wird langsam. Ja, wir haben schon... Das klingt von Anfang immer viel, aber... Es geht schon. Wenn wir zu dritt sammeln. Boah, wie da ist er richtig explodiert, du Hammer. Das hatte schon viel Schönes. Ich glaube, hier liegt noch ein Einzelteil. Ja, jetzt einer nach dem anderen. Jetzt mal bitte hinten anstellen, lieber Claptrap. Nicht wegrennen! Ist das wieder so ein Samurai oder was? So ein Ninja-Claptrap? Das gibt's ja nicht. Treffen einen immer dann, wenn man gar nicht damit rechnet. Danke. Ach, Melüden. Yeah. Hallo, Ruhe.
Boah, was hier rumliegt, ey, da gibt's erstmal einen richtig guten, ja wirklich richtig fetten Teilehagel jetzt so hier. Viele Teile rum. Ja, ja, ich sag ja, ich habe hier die ganze Zeit ordentlich aufgeräumt. Ich war fleißig, liebe Freunde. Ja, ja. Lässt uns die ganze Zeit gegen diese Gartenzwerge fighten. Ach ja, jetzt heul halt rum. So, jetzt gehen uns aber tragischerweise hier tatsächlich die Claptraps aus, habe ich recht? Braucht jemand ein Medikit? Das ist wohl so, ja. Das grenzt ja an eine Eigenart. An Tragik. So, wie ich sehe, habt ihr hinten schon gründlichst die Leute umgelatzt, die Claptraps. Ja, aber so ein paar Teile haben wir bestimmt vergessen im Eifer des Gefechts, obwohl es geht eigentlich. Nee, also die Teile sind ja immer grün und was hier an grün, also grün liegt ja eigentlich nicht mehr großartig was rum. Nee. Hm, das ist ja sehr erstaunlich. Da fehlen uns tatsächlich noch 15 Teile. Wir könnten natürlich jetzt einfach mal in dem Gebiet hin und her reisen, dann dürften die wieder neu spawnen. Jetzt muss es doch auch irgendwie einfacher gehen, oder? Wieder ein paar Teile. Also wie es sich anhört, Kevin hat schon wieder Leute gefunden. Ja, aber nicht die richtigen. Ah, die nützen uns nichts, hast du recht. Uah, ey, die sind ja echt heftig. Ja, außer sie verbrennen gerade. Oh, okay. Der Knallharte, der war knallhart. Jo. Hallo? Achso, warte. Ja. Ah. Wie nett. Ach, Kevin war. Oh. Ey, cool, während ich heile, hält er die Zeit an. Jetzt. Also wenn ich hier in meinem Rage-Mode bin, hält er die Zeit an, wenn ich ihn Kevin geheilt, also während ich Kevin geheilt habe. So, ja, das ist ja ein Ding. By the way, ihr würdet es kaum glauben, ne? Nee, Quatsch nicht. Mm. Kann gar nicht sein. Na, euer. Ja, Kevin redet wirklich. Also ist gerade kurz davor, um wird zu reden. Aber wir sind schon wieder drüber. Na, guck mal. Bleib mal in that, case. Sagen wir Tschüss aus Folge 75 für Folge 75. Bis zum nächsten Mal hier in Claptraps New Robot Revolution. Wir hoffen, wir finden bis dahin noch ein paar Roboter. Ansonsten müssen wir halt mal ganz kurz hin und her reisen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.